Es gibt ein Unternehmen, das heißt Bear Family Records. Das ist ein Unternehmen, das keine Kinderhörspiele produziert, wie man vielleicht auf den ersten Blick einfach vom Namen her vermuten könnte. Es ist vielmehr eine Firma, die alte Country-Musik und Pop-Songs, die es nur auf Schallplatte gibt, jetzt auf CD neu auf den Markt bringt. Und bei dieser Firma gibt es jetzt im August doppelten Grund zu feiern. Einmal wird die Firma 30 Jahre alt und der Gründer selbst feiert seinen 60. Das ist Grund genug für uns zu sagen, herzlichen Glückwunsch der Bärensippe. Das Gehöft liegt weit ab, auf dem flachen Land bei Bremen. Bären könnte man hier durchaus vermuten. Und es gibt sie auch, als Spielzeug. Er ist ein lebendes Exemplar. Der Chef Richard Weitze. Eine ganze Wand voller CD-Boxen, alle von ihm produziert. Weitze kennt Tag und Nacht nur ein Thema, Musik. Der Mann ist süchtig und weiß das auch. Und damit hat alles angefangen. Eine Werkschau des amerikanischen Country-Sängers Bill Clifton. Früher auf Langspielplatte, inzwischen auf 8 CDs. Aufwendig gestaltet vom Klang bis zum Beiheft. Wer so etwas kauft? Vor allem Sammler, Musikforscher und andere Süchtige. Die zahlen dafür gerne auch mal 300 Euro pro Stück. Ob Winnetou-Melodien oder Sophia Loren, ausgefallen muss es sein, vollständig und qualitativ hochwertig. Dann gefällt es Richard Weitze. So wie das handgeschnitzte Firmenlogo draußen vor der Tür. Ich habe in so einem alten Meyers-Konversationslexikon geblättert und da war diese Bärengruppe zu sehen von 1898 und die fand ich toll. Und ich wollte es Bear Records an sich nennen und dann kam ich aber dann auf diese drei Bären und dann haben wir das Bear Family genannt. Wie kam der Bärensammler überhaupt auf die Idee, Platten zu produzieren? Ich hatte kein Geld, Frau, zwei Kinder und musste Geld verdienen und alles, was ich konnte, war oder von etwas, wo ich was von wusste, war Schallplatten. Richard Weitze in seinem Element. Wie viele Schallplatten er besitzt, weiß er nicht genau. Bei 100.000 hat er aufgehört zu zählen. Dazu kommen noch schränkeweise alte Tonbänder, die er klanglich restauriert und aus denen die CD-Neuausgaben entstehen. 1975 hat alles begonnen. Mit Gleichgesinnten und einem alten Bus. Bald fand Weitze den ersten Firmensitz zu eng. Man zog von Bremen hinaus aufs Land. Es folgten Auszeichnungen wie der Deutsche Schallplattenpreis und Lobeshymnen von Seiten der Musikkritiker. Der Bauernhof bildet nur das rustikale Ambiente. Drinnen herrscht längst Hightech vor. Computer brennen Rohlinge, ein Mitarbeiter scannt alte Fotos für die Bücher zu den CDs. Und neuerdings produziert Bear Family auch DVDs. Wie etwa die allerersten Filmaufnahmen von Johnny Cash aus dem Jahr 1958. Jedes Jahr stöbert Weitze wochenlang in US-Archiven und Dachböden nach alten Songs und Filmen. Echte Fans schlecken sich die Finger danach ab. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Im hofeigenen Heimkino begutachtet der Chef das fertige Produkt. Johnny Cash sind die frühesten Aufnahmen von Johnny Cash auf Film. Wir haben versucht, sie schärfer zu kriegen, weil das war das sogenannte Kineskop-Verfahren. Und Kineskop heißt, es stand eine Kamera, ein oder zwei Kameras, während der Live-Show da. Es wurde eine Übertragung in ein circa fünf Kilometer entferntes Armeestudio vorgenommen. Und dort stand ein Fernseher und diese Bilder sind praktisch jetzt mit einer Kamera von dem Fernseher aufgenommen worden. Und somit kann da natürlich keine Superqualität bei rumkommen. Superqualität aber ist es, was Weitzes Kunden ansonsten schätzen. Bear Family Boxen werden eher selten im Laden gekauft. Schon früh erschloss man den Mail-Order-Versand. Auf der Internetseite gehen Bestellungen aus aller Welt ein. Und hier lagern die Schätze, das Versandzentrum auf der grünen Wiese. Endlose Regalmeter von A wie Alexander bis Z wie Zacharias, Helmut. 10 Millionen Jahresumsatz wollen erst einmal verdient sein. Bei Auflagen von meist nur wenigen hundert Stück dauert es oft Jahre, bis ein Produkt sich rechnet. Zum Firmenjubiläum in diesem Monat gibt es ein besonderes Schmankerl.
drei CDs mit Country-Songs, die, wie könnte es anders sein, allesamt mit Bären zu tun haben. Ans Aufhören denkt Beize übrigens nicht. Schließlich gibt es noch so viele Musikschätze zu heben. Wie sagt er doch von sich, ich bin halt ein bekloppter Sammler.